Jo Leute, ich bin's wieder, Markus von Lappen LV mit Futur und Svenne von Lappen TV. Ja, ich bin der Svenne. Ich bin der Futur. Ja, wir haben jetzt einen eigenen Server. Ne, Futur? Ja, wir sind cool. Ne, wir sind cool und so. Voll. Also. Endlich. Hat nur ein paar Stunden gedauert, bis ich den endlich zum Laufen gebracht habe. Aber er läuft. Harte Arbeit. Und dann haben wir auch gleich mal hier unser Büro ein bisschen umdesignt, weil so ist doch viel schöner, alles automatisiert. Da oben in der Ecke hängen noch ein paar hübsche Maschinen schon, aber die laufen jetzt automatisch, nur noch wenn wir irgendwie was per Hand nachbearbeiten müssen. So, ich werde jetzt erstmal hier zum Never gehen. Und der mal ein bisschen verschönern. Ich gehe die Baumfarm da hinten ein bisschen abfarmen. Oh, fuck. Weil die will ich anders da haben, ein bisschen eingeebnet. Also, bist du in der Nether gegangen? Ich bin in der Nether gegangen, ja. Weil es mir alles hier zu uneben und dann tun wir es ein bisschen begradigen. Au, fährt angegriffen. Ich wollte mich jetzt eigentlich um die Dingsfarm kümmern, um die Mobfarm. Kannst du ja machen, hast ja genug Items. Hä? Material hast du genug, also ich glaube nicht, dass es uns ausgeht irgendwann, so schnell. Ja, Gold, 1000. 1000, 19.000, Ja, Cobblestone brauche ich jetzt nicht, ne? Cobblestone. Es sind inzwischen 20.000 und 24.000 Dirt. Ja, und 20.000. Du müsst mal ein Dirt-Haus bauen. Wir haben auch einfach schon 101 Zertus-Kristalle, wo wir am Anfang so lange gesucht haben, weil wir keine gefunden haben. Was für Kristalle? Diese Zertus-Kristalle, die wir fürs System brauchen. Da haben wir am Anfang uns über jeden einzelnen gefreut, inzwischen haben wir 101 im System. Ja, die Quarry, die ist richtig hart am Abfarmen, obwohl sie gerade mal die oberste Schicht angekratzt hat. Ja, aber die kommt jetzt in die Schicht, dann wo die Ohrs sind, so langsam. Die Diamanten kommen zwar noch einiges viel später, aber die kommt langsam in Schichten, wo Ohrs kommen. Da rein? Ah, da kommt rein. Soll ich noch? Kann ich das auch rein machen? Du kannst auch einfach in den Mülleimer werfen. Der durch die Dinger kannst du das auch machen. Was passiert, wenn ich da vom Stack reinmache? Da also kommt auch immer eins raus. Wenn er das Holz reinmacht, genau, wollte gerade sagen, wenn er das Holz reinmacht, kriegt er auch eins raus. Gibt genügend Rubber für unseren Atomreaktor später. Mehr brauchen Rubber später. Haben wir eh viel. Wir können ja eine automatisierte Rubberform machen, dann haben wir ganz schnell ein paar tausend. Ja, ich mache jetzt trotzdem noch die Platte hinten. Also gut, ich will jetzt mal. Was will ich denn? Wie wollen wir das jetzt mit dem Strom da unten machen? Wegen? Was wegen? Achso, du könntest eigentlich Leitung legen, weil mir das hier nicht so weit ist. Oder du machst wirklich von der Bridge einen zweiten Transporter hin, auf die andere Seite. Und da müssen wir da halt auch wieder eine Bridge hinbauen. Nee, brauchst du doch gar nicht. Komm mal mit. Der läuft auch mit BC oder was? Nö. Ja, von der Bridge aus hier einen zweiten, ja, aber da muss ich zur Mobfarm eine Bridge. Also wo es wieder zurückwandelt, ja genau, ja. Stimmt. Und wir haben einfach knappe 100 UU Meter schon. Ey, die Frage ist, brauchen wir die Mobfarm jetzt schon? Kann man ja bauen. Du könntest auch an der Nahrungsfarm bauen, wenn du das willst. Ja, das wäre mir lieber. Rubber und Nahrung wäre eigentlich geiler. Wir die Mobfarm, sag ich mal so, brauchen wir im Moment nicht. Und dann machen wir erstmal das Wichtige, also die normalen Sachen für die Grundversorgung hin. Und dann können wir immer noch irgendwo ein Enderman. War ich da oben übrigens, durch die Türen. Achso. War kein Enderman. Das heißt, ich brauche einen Planter, glaube ich, heißt der. Der Planter? Ja, er heißt Planter. Also machst du es auch maschinell dann? Ja, natürlich. Raw Plastic. Also wenn du durch die Dinger gehst, bist du ein Moved Wrongly. Aber wodurch geht es, man ein Moved Wrongly? Durch die Rift. Durch die Rift. Ja. Bist du Moved Wrongly. Wrongly, falscher Bewegungs... Okay. Raw Plastic bekomme ich, indem ich Rubber schmelze. Genau. Dann nehme ich mir noch mal einen Stack Rubber und schmelze den einfach. Können wir verantworten, glaube ich. Ich baue gerade die ganzen Rubber Trees ab. Die geben auch noch mal ordentlich Rubber. Ja, und die automatisiere ich jetzt dann. Ich mache da gerade die Fläche dafür bereit.
Weil es hier alles so hügelig, das müssen wir alles einebnen. Ja, wäre eine gute Sache. Sollen wir es in die Luft springen am besten? Das wäre eine schnelle Lösung. Ich baue einen Atomreaktor, dann haben wir ein schönes ebenes Feld. Und eine Atombombe. Das müssen wir auch mal testen. Wir brauchen echt ein Testgebiet, wo wir so Zeug mal in die Luft jagen. Das müssen wir aber da ganz, ganz weit weg. Ja, was macht der 64? Ja, stimmt. Ob das Server das dann mal kraftet. Das werden wir dann sehen. Kommt von wie groß dein Springradius ist, ne? Aber wenn schon, machen wir schon richtig Dreck. Dann wahrscheinlich nicht. Wir werden mal sprengen, dann sprengen wir ein ganzes Ding weg. Ganze Gegend. Also falls ihr irgendwie mal das oder so im System habt, ne? Ja. Hier sagen. Dust? Ja. Dust. Dir sagen. Glaub nicht. Ich brauch den Mining Laser. Hat ein Casino oder so im System. Ich geh einfach in die Nähe von den Gebieten dir. Gleich. Bin ich schon wieder. Ich verschöne hier gerade unseren Never. Hab hier mal ins Haus an der weg von der Tür, so schlimm. Achso. Oh, ich hab grad... das ist echt schon gebaut hier. Du könntest... Ich hab gerade wieder ein bisschen Marvel Cover gemacht. Du kannst Ding machen, Markus, eine Quarzenfarm. Was, eine Quarzenfarm? Quarzenfarm. Quarzen. Was, Nether, Quarzen? Quarzen. Wo bist du im Nether? Ich bin im Nether, ich seh dich nicht. Ich komme. War toll. Ja, bin doch da. Ja. Haben den geworfen. Da an der Tür. Wo? Abgehört. Slappack, hast du es auch, oder? Ne, haben wir nicht. Ist im System. Gut. Wenn ich die einebnen will, da drüben brauche ich Slappack. Ist zu viel sonst. Fliegen muss ich ja nicht. Oh, ein paar Chunkbugs. Die immer noch habe. Lab-Pack? Lab-Pack? Wie heißt das? Lab? Ja, Lab? Jetzt gerade bringt unsere Quarry doch durch, geh immer wieder Rohstoffe. Also die Maschinen arbeiten eigentlich gerade auf Dauerbetrieb. Also, irgendeine ist dauernd an. Oh Gott. Warte, ich wollte doch jetzt den Planter bauen, Mensch. Haben mich wieder von den Maschinen ablenken lassen. Na, die arbeiten halt was, deswegen denken die sich ab. Oh, ich habe ein Stack Plastic Sheets gebaut. Alter, mit dem Ding ist der echt ruckzucki. Da haben wir noch einen Pisten im System. Ja, haben wir, geil. Muss ich schon mal bauen. Hab ich mir welche gemacht, habt mal. Blauer Pot, 3 Bricks, dafür brauche ich Clay. Bitte sagt, dass ihr Clay im System habt. Nein, das haben wir nicht. Das heißt, ich brauche 6 Clay. Immer Clay suchen. Wir haben hinten rechts haben wir einen Sumpf. Ich weiß auch, wo ein Sumpf ist. Aber vielleicht haben wir hier in den kleinen Seen hier schon Clay. Das wäre natürlich auch... Nein. So gut wie der Laser ist, aber er packt einfach alles weg. Ja, das Ding von dem Laser. Wir haben übrigens schon wieder Nacht. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum? Wenn wir schon wieder Nacht haben. Wieder zügig. Arbeiten halt auch fleißig. Die wissen so... Alter, wir sind einfach so weit oben. Eigentlich. Markus, ich habe gerade wieder eine Marvel-Quelle gefunden, mitten in der Wüste. Bring mal ein bisschen was mit, ne? Ich denke, Marvel kann man nie genug haben. Weil nicht, wenn man Markus als Architekten hat. Ich bin der beste Architekt. Ja, und vor allem feierst du Marvel. Oh mein Gott, ich einen Fehler mache, bin ich tot. Don't die. Also was ist das für ein Missgeburt? Was ist das für ein Missgeburt aus eigentlich? Und jetzt ist leider mein... Da ist unsere Pumpe drin.
Okay. Mein Drill ist jetzt leider leer, Markus. Mehr Marvel kann ich nicht abbauen. 108 konnte ich abbauen, dann war mein Drill leer. Wir können das sehen, ob wir übelst weit unten sind, aber übelst weit oben. Ich denke mal, wir sind zu weit oben. Einfach übelst weit oben. Nee, ist so ja. Übel weit oben. Weil ich habe mich jetzt ganz nach oben mal gebaut und da kommt ein Bedrock. Was kommt? Bedrock kommt ganz oben. Letzte Schicht. Achso, ist es. Achso. Ich habe mich ganz oben bis zur letzten Schicht aufgebaut, um zu schauen, ob wir da. Ob wir unten sind oder oben sind. Ja, weil. Ja, wir sind oben. Hundertprozentig. Doch egal, wir haben einen riesen Lavasee, wo wir gerade leer pumpen ohne Ende. Geht irgendwann leer oder was? Ah ja. Alter. Guck doch mal, muss mal gucken, wie das siehst du doch schon, wie die. Stimmt, da hinten, ja. Die Dinger, die Lava fließt schon. Dann stellen wir halt irgendwann das Ding auf den nächsten Lavasee. Das ist ja auch nicht unser Problem. Eben, dafür sind wir ja extra in der Nähe und irgendwann haben wir ja Atomkraftwerk, dann ist es noch gar weniger unser Problem. Wann reicht die Plattform hier so? Zeig ich für ein paar Jahre. Ich glaube, du redest mit Markus, oder? Nein, mit dir. Du willst die Dingbaum, die Baumfarm bauen. Ich bin gerade nicht daheim, kann ich dir schlecht sagen, ob die mir reicht. Ich suche Clay. Ups. Ich bin inzwischen in einem Wald gelandet mit lauter Seen und hoffe hier Clay zu finden. Und noch ganz viele Hunde. Die brauchen wir nicht. Lass ihn mal am Leben, vielleicht können wir die doch noch irgendwann eigene Hundefarm starten wollen. Kann man nicht, kann man gar nicht farmen, oder? Weiß nicht. Das, ich glaube, das ging irgendwie mal, aber ich weiß nicht, ob es eine Mod war. Und du kannst nicht meines Wissens erachtens. Ah, ich habe Play gefunden. So. Das nachts sehe ich gerade. Was? Damit wir auch zu laden ging ziemlich schnell. 2 Sekunden oder so. Ich hab kein Jetpack mehr. Obwohl die Ding an ist, die UU Matter verpasst. Damit. Haben wir noch genügend Energie? Ja, weil das Ding zwischenspeichert unsere Ladestation. Sonst würde das ein bisschen länger dauern. Ja, klar. Warum meinst du, wo habe ich eine Ladestation und keine MFE? Die Ladestation hält Strom zurück, nur für unsere Geräte. Ich finde den Platz hier oben richtig geil gemacht. Ja, ich muss sagen, langsam entwickelt sich das hier schon zu was Geilem. Ja, es wird vor allem größer. Und durch die ganzen geilen Geräte, wo es gibt. Ja, was ist dieser scheiß Wix-Kack-Hund, so ein Gast, Alter. Der nervt, Mann. Aber auch so aus der Distanz, die Burg sieht schon geil aus. Vor allem jetzt, wo sie beleuchtet ist, scheint es noch ein bisschen geiler zu sein. Wow, jetzt schießt er. Irgendwie, komischerweise, wie auch immer. Obwohl ich den nicht mehr sehe. Und er mich eigentlich auch nicht sehen könnte. Also der Laser macht nicht gerade viel Damage. Nö, der zündet eigentlich nur an. Ja. Ich glaube, der macht ein halbes Herzschaden und zündet halt an. Oh, wir haben jede Menge Endermans hier stehen. Haben wir Eisen? Ja, mehr als genügend. Schön. Aua! Aua! Da ist mein Laser Saber. Nein, nicht creepern! Was? Da war ein Creeper und wollte creepern. Der verstand nicht creepen. Ich auch. Nein, der Creeper wollte creepern. Macht man einen Schalter und Heber. Normal halten. Cobblestone drauf, ein Stick. Ja, das ist ja auch. Hab ich gerade nachgeschaut. Ist mir gerade aufgefallen, habe ich nachgeguckt. Nur weil es deine Aufnahme ist, musstest du das jetzt leider gestehen. Ja,
das ist so. Ich hab doch schon Cobblestone, Alter. Aus Sticks. Jetzt habe ich die 2 Bricks gebaut. Das habe ich Pisten, habe ich Sheets, habe jetzt brauche ich nur noch einen Factorization Machine Block und der wird aus Stone und der ist okay. Dann kann ich jetzt das erste Teil ist fertig. Alter, die Musik geht mir so auf den Sack. Musik aus. Was ist da los? Ja, mache ich es auch gleich. So wie ich. Solange du sonst keine Probleme hast, außer die Musik. Jetzt brauche ich nochmal Sheets und dann habe ich schon den Planter fertig. Einmal Planter hier. Oh. Ich habe die Fläche schon mal so grob abgesteckt, wie ich das gerne hätte. Ist okay. So, dann brauche ich noch einen. Wollen wir das Ganze beschleunigen oder naturgetreu wachsen lassen? Naturgetreu. Meinst du mit Stone Mail? Ja. Aber das ist einfach zu heftig, wenn jede Sekunde ein Baum wächst. So viel Bone Mail haben wir auch gar nicht. Ja, Mob Farm. Ja. Das können wir dann später kombinieren. Also ich bin für Harvester. Einfach nur damit, wenn ein Baum wächst, wird er abgebaut. Das klingt doch auch gut, oder? Ja, momentan reicht es ja noch. Wenn wir später mal so weit sind, dass wir Instant Sachen brauchen, dann können wir es Gold Axt, ja, die brauchen wir eigentlich nie. Man baut halt, weil es cool ist. Wir brauchen gar nicht so viel. Ich sag dir, unsere Naturfarm ist schon zu schnell, als dass wir verbrauchen können, wahrscheinlich. Lag, es gab ein Lag. Ja, minimal. Minimal. Das werden wir überleben. Ich glaube, Markus kam aus dem Nether, deswegen. Nee, ich bin noch ein Nether. Deswegen. Wie lange machst du denn die Folge noch? Oh, er hat keine Ahnung, wie lange die Folge geht. Doch, 18 Minuten gerade. Oh, dann werden wir nicht mal. Den gucke ich auf die Uhr. In der Serverlog sehe ich sie auch noch. Da. Hat Dark auch endlich seinen Frieden, damit wir jetzt einen eigenen Server haben? Ja, ist cool, ne? Und kein Geld ausgeben mussten dafür sogar. So cool sind wir. Irgendwie gesponsert. Ja. Kostet nur Strom und eine brauche ich eh. Das sind nur Strom und davon haben wir... Oh, Enderman mit in unserer Base und... Oh nein, jetzt wollte ich gerade ein Battle mit dir machen. Hä? Ist zu hell. Ach, du hast die Tür geschlossen, Alter! Heuer geht die Tür vor dir, so what the fuck? Okay, wir sehen uns das nächste Mal zu einer neuen Folge von Minecraft Tagged Night. Tschüss. Tschüss. Tschüss.